Ramsau im Zillertal. Hier ist Engelbert Kolland als fünftes von sechs Kindern einer Holzknechtsfamilie geboren und aufgewachsen. Getauft wird er im benachbarten Zell. Die Eltern wechseln die Konfession, werden Protestanten, müssen das Zillertal verlassen. Mit 20 schließt sich Kolland in Salzburg dem Franziskanerorden an. Er studiert Theologie und mehrere Sprachen, auch Arabisch. Nach der Priesterweihe wird er Missionar, arbeitet zuerst in Palästina, dann in Syrien. Er war sehr eifrig und hat sich um alles Mögliche gekümmert, wie aus seinen Briefen hervorgeht. Und die Menschen haben ihn aufgrund dieser seiner Art Abuna Malak genannt, das heißt Vater Engel. 1860, im Alter von 33 Jahren, wird der Zillertaler mit einigen seiner Mitbrüder von muslimischen Fundamentalisten in Damaskus umgebracht. Bei einer brutalen Hetzjagd auf Christen mit dem Beil erschlagen, weil er nicht bereit ist, seinem Glauben abzuschwören. Er hat die Heimat verlassen, er hat die Familie verlassen, er hat sich ganz für die Menschen eingesetzt und durch diese ganze Hingabe war er innerlich so reif, dass er in diesem Moment sagen kann, ich gebe auch mein Leben hin für den Glauben. Begraben ist Pater Engelbert in Damaskus. Sterbliche Überreste, sogenannte Reliquien, befinden sich aber auch in seinen Heimatkirchen Ramsau und Zell und erinnern an sein Martyrium und sein Glaubenszeugnis. Er war ja noch jung, nicht? Er hatte noch viel bewirken können da in Damaskus, aber es ist ihm da dreimal die Frage gestellt worden, wo noch wer jetzt Christus verleugnen will, und das hat er einfach nicht getan. Nicht? 1926 wird Pater Engelbert von Papst Pius XI. Selig gesprochen. Jetzt, fast 100 Jahre später, folgt durch Papst Franziskus der nächste symbolische Akt, die Heiligsprechung. Die Heiligsprechung hatte den Sinn, dass sozusagen das Gnadengeschenk der Heiligen vielen Menschen zugute kommt, dass viele Menschen durch das Vorbildbeispiel dieser Heiligen sozusagen auch sich selbst erfassen lassen und diesen Weg gehen, den Weg des Friedens, der Toleranz, der Versöhnung, des Dialoges. Ich glaube, dass der Engelbert ganz ein aktueller Heiliger ist und dass es auch kein Zufall ist, dass er jetzt in unserer Zeit heilig gesprochen wird, dass man eben brauchen als Fürsprecher und als Vorbild. Und ja, eben die Christenverfolgungen sind nach wie vor ganz aktuell. Die Heiligsprechung von Pater Engelbert und anderen christlichen Märtyrern erfolgt am 20. Oktober in Rom. Allein aus dem Zillertal werden über 200 Gläubige an diesem für Tirol einmaligen kirchenhistorischen Ereignis teilnehmen.